Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Let's Show Pokémon Violet Edition. Ja, ein Kollege von mir, der sich Wodka nennt, hat sich vor wenigen Monaten beschlossen, dass er einen Hack starten möchte. Der Hack trägt den Namen Pokémon Violet und hat eine ziemlich spannende Story. Es geht um Deoxys und irgendwelche bösen Leute. Naja, nein, ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, um was geht. Ich lasse mich überraschen und über die Neuerungen und Futures werde ich euch etwas berichten und so. Und ja, wir werden auch sehen, wie wir gleich hier sehen, wir haben einen neuen Hero. Wir werden uns natürlich Geferinen, so wie wir es aus den RPGs kennen. Ja, das ist der Rivale, den wir natürlich selbstverständlich nach dem Entwickler benennen. Wodka. Nicht schlechter Hacker, aber ja. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe auch daran gearbeitet. Der Titelscreen habe ich eingefügt und erstellt, aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht, weil, ja. Er kann ja das halt alleine durchziehen. Ich werde jetzt hier nicht wirklich groß ein Ding machen. Ich werde hier das Ganze durchzocken und ja. Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? Ja. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Nein. Aber Gefi, ich brauche deine Hilfe. Tust du mir jetzt einen Gefallen, oder nicht? Ja. Danke, Schatz. Es ist auch nicht schwer. Meine Freundin Rose hat mich vorhin angerufen. Sie hat ein Paket für mich erhalten. Du musst es nur abholen, okay? Aber bitte kein Umwegen und beeil dich. Rosa wohnt in Merania City, nördlich von hier. Und es ist in Abend in Merania City. Und ja, hier ein bisschen die Stadt und hier gibt schon das erste Event. Ja, die Musik ist total unpassend, aber naja. Gib mir deine Pokémon, du hast sowieso keine andere Wahl. Und wovon träumst du dann nachts? Deine Sprüche kannst du dir sonst wohin stecken. Du hast keine Chance, dich zu wehren. Mist, er hat recht. Hey Duda, hilf mir mal bitte. Ein Pokémon aus meinem Beutel und erteile dir diesem Schurke eine Lektion. Ja, das könnte man auch wesentlich eleganter gestalten. Aber ja, es ist nicht schlecht. Nein, ich will nicht in die Höhe, ich will Feurige. Ein Kind gegen mich? Haha, du bist mir nicht im geringsten gewachsen. Und unser erstes Battle gegen ein Rocket Ripple. Und auch hier empfehle ich Wodka, nimm das DNS-System im Battle heraus. Das kann so dermaßen stressen. Ernsthaft. So, ich muss kurz unterbrechen. Muss husten, aber ja. Weiß nicht so schön, wenn ich hier ins Mikro husten muss. Ja, Retan hat keine Chance gegen uns. Sorry, wenn ich hier speed, aber es ist kein Let's Play von dem her. Und wir haben ja kein Rending. Von dem her. Ja, die ROM-Base ist von Alan. Dem werten Alan, der hat ja bereits mehrere ROM-Bases erstellt und auch diese war ziemlich interessant. Sie beinhaltet viele nette Futures und auch hier schöne Details, sieht man besonders an den Bäumen. Und ja, willst du von nein, wir wollen feurige Annahmen. Da du nur ein echter Trainer bist, sollst du auch einen Pokédex haben. Bitte speichere alle Daten über gesehene und gefangene Pokémon ab, so dass du jederzeit darauf zugreifen kannst. Gib mir halt den Pokédex hier hin. Also dann, genug geredet. Ich mach mich dann wieder auf den Weg, aber ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Bye. Ein Tipp, ich würde jetzt mal sagen, dass das Ganze hier, dass man das etwas schöner gestalten würde. Ich spreche jetzt auch gerade mit keiner Person und so. Wir können immer noch nicht rennen. Warum auch immer. Und der handelt so komisch. G-Datenfehler.
Ja klar, das hat jetzt sowas von gebracht. Klar, ja sowas von. Ach Gott, leck mich doch. Ja, mein Emu leckt gerade. Und was soll diese Scheiße? Was steht hier drauf? Ja, da steht gar nichts drauf. Auch gut. Ein Taubsi. Nett, 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 muss ich sagen. Was sagt denn der Typ? Überall in Tetu sind steinige Gebiete. Man hat mir gesagt, dass sie aus dem All gekommen seien. Ach, wirklich? Ach, hier geht's lang. Ach, so. Und wieder ein Taubsi. Das wir natürlich nicht fangen werden. Wieder ein Taubsi, das wir wieder nicht fangen werden. Naja, ein Trainer. Wenn sich die Blicke zweier Trainer treffen, kommt es unweigerlich zu einem Kampf. Also los. Irgendwie kommt mir der Text bekannt vor. Ja, Taubsi, kein Problem. Für uns ein Kinderspiel. Moment mal, Leute, ich muss hier kurz den Laptop umstellen. So, jetzt geht's besser. Weil mein Lappy hat ja die Angewohnheit, dass er abkackt, wenn, wenn er zu überlastet ist. Und die Hardware, die whatever hier abstürzt und überhitzt ist und überlastet ist. Und mein PC dann keinen Plan mehr hat, was er tun soll. Mein Laptop. Ja, vorerst, ich muss mal sagen, dass ich eigene Teilbases bzw. neue Teilbases zwar lieber mag, aber ist ja auch nicht schlecht. Was ich jetzt noch ein bisschen lässig finde, ich bin schon tot und habe keinen einzigen Trank, den ich irgendwie verwenden müsste, könnte, kann, whatever. Auch hier wieder nichts. Hier steht nur ein Bändchen. Wieder ein Radfatz. Also naja, wie gesagt, teils, ja, ich mag sie zwar nicht so, aber ist mir noch zu Standard. Aber ja, sonst. Oh, du siehst mir aus wie ein Trainer, ein Frischling. Ich werde dir alles hier zeigen. Komm, du fetter Bastard. Das ist dein Pokémon-Center. Du kennst es an dem orangen Dach. Hier kannst du dein vor Kampf erschöpften Pokémon heilen. Irgendwie passt die Arena hier überhaupt nicht rein. Der Grafikstil ist so verdammt unterschiedlich. Das ist Wahnsinn. Aber das Pokémon-Center passt gut rein. Aber die Tür passt dann wieder überhaupt nicht rein. Aber die Häuser passen wieder gut rein, weil. Aber vom Dings von der Ansicht her passt nicht wirklich rein. Auch hier wieder die Tür passt nicht wirklich rein. Mal sehen, ob die Tür animiert ist. Ja, probieren wir es aus. Ja, es ist die animiert. Es ist die Originaltür. Trump kaufen wir uns nicht. Pokéball kaufen wir uns auch nicht. Wir machen das jetzt solo. Und wir heilen unsere Pokémon gemeinsam mit Chanaira. Und wir machen uns auf in die Pokémon Arena. Meridiana City. Arena Leiter Manus. Aber wir erfüllen zuerst eine Nebenquest. Wo ist denn diese? Ja, hier, Rosa. Das ist übrigens ein Teil von ihm. Also von Wodka. Sehr schön, muss ich sagen. Oh, hallo. Oh, hallo, junger Mann. Wie ist denn dein Name? Giffy? Dann bist du sicher Elenas Sohn. Sie hat dich geschickt, um mein Päckchen abzuholen, oder? Hier, nimm es. Giffy hat Paket erhalten. Beeil dich, Giffy. Deine Mutter wartet bestimmt schon. Ja, ja. Leck mich. Mal speichern im Fall aller Fälle. Dank den Zettel an der Tür. Arena Manus außer Haus. Arena vorübergehend geschlossen. Was soll diese Scheiße?
Ist der irgendwo hier? Steckt sich dieser Bus irgendwo? Mhm. Okay, nein, wir gehen zuerst mal hier lang. Oh ne, komm schon. Musst du mir das antun? Ist das das, was ich denke, was es ist? Nein, es ist nicht das, was ich denke, was es ist. Ach Gott. Mit dem Pokéball kannst du wilde Pokémon fangen, so dass ich die gerade nicht, leg mich doch. Zwei Trainer auf der ersten Route. Ist schon brutal. Ach ja, genau das meine ich wegen den Balken. Die sehen danach so scheiße aus und alles total verkackt und so. Und ja, ich würde es ausschalten. Ich mag's nicht. Vor allem in den Kämpfen sieht scheiße aus. Also, in-game kannst du es lassen, aber in den Kämpfen sieht scheiße aus. Ja, ich überlege mir so gerade nebenbei ein Let's Play dazu zu machen, im Falle, dass der Hack jetzt nicht schlecht ist und er mir dann irgendwann doch gefällt. So wie beispielsweise die Zirre-Edition. Was? Oh, hallo, Schatz! Hier hast du das Paket. Wie hast du das Paket? Ja, das ist ja super. Gib es mir bitte. Was, du hast jetzt ein... Was hast du erlebt? Du hast ja jetzt ein Pokémon. Zeig mal her. Ah, das ist scheiße. Ach, Schatz, du wirst jetzt gehen und deine Reise antreten, nicht? So wie der andere Scheiß-Trainer, der das auch schon tausendmal getan hat, aber scheiß drauf. Da kommen wieder die Bösen und dann ist alles vorbei und du rettest die Welt und ja. Ende. Schönes Geschichtchen, gell? Und weiter geht unsere halb epische Reise. Durch. Wie heißt die Region nochmal? Ich weiß nicht mehr. Naja. Zitzachs. Ich wette, wir haben nicht einen nationalen Pokédex. Doch, wir haben den nationalen Pokédex. Bravo, Wodka. Ja, ich freue mich auf das Skript, das wir hier, das auf uns erwarten sollte. Oh, Pfiffchen. Das haben wir noch nicht gesehen. Zickzacks haben wir schon gesehen. Ich schätze Taubs, ja genau. Ja, ja. Also, weiter geht's. Hier durch das ganze Gestrüpp durch und wieder nach Meridian City. Und jetzt. Ach, das ist diese Szene. Ach, jetzt müsst ihr ganz genau aufpassen, Leute. Ach nein, das ist nicht diese Szene. Ach, ich dachte schon. Das kommt erst später. Yeah, yeah, Pokéball. Diesen Trainer weichen wir aus. Weil ich keinen Bock habe. Aber eigentlich muss ich sagen, ist ein ganz netter Hack. Trifft irgendwie meinen Geschmack. Weil ich so rebellisch bin, haha, ich bin ja so heiß. Oh, der Höhensprites, der Göre. Ja, Level 9, ja, klar, ne, übertreib's. Ja, übertreib. Ja, klar, aber sowas von. Ja, ich hoffe auch, dass wir groß rauskommen. Können wir hier irgendwie jetzt was machen? Waldhöhle. Hier kommen wir anscheinend nicht durch. Gut zu wissen. Nein, fuck, das wollte ich nicht. So, tut mir leid, musste wieder husten. Ja, Holger, setz das verdammte Taubsi ein. Ja, ich gehe nächste Woche nach Deutschland, um Ferien zu machen und dann mal überlegen, vielleicht kommt dann wieder ein Let's Play. Und da geht es dann irgendwie weiter mit irgendwelchen Projekten, das ich mal aufgegeben habe.
oder einfach mal nebensächliche Videos. Aber naja, das sehen wir ja dann. Gibt Neuigkeiten zum Terra Let's Play. Im Terra Let's Play kann es sein, dass es weitergeht bald. Und zwar, ja, Sirius hat angekündigt, dass er trotz allem weitermacht und ja, er hat eine Stadt gescriptet, eine komplette Stadt fertig gemacht. Und ich muss sagen, der Hack ist sowas von geil. Ich liebe ihn. Und wir sind verdammt scheiße nochmal wieder gestorben. Leute, das pisst mich langsam an. Ja, es ist mir scheißegal. Übrigens, das hier, das Blättergezeug, das gibt keinen Sinn. Das sieht irgendwie scheußlich aus. Ja, ich gebe auch hier wieder einen Pluspunkt an das Scripting. Das ist sehr nett gestaltet. Auch die Maps sind sehr nett. Muss ich sagen, sind vielfältig, abwechslungsreich. Und ja, auch die eigenen Teile sind nicht schlecht. Stirb du Teil. Du bist so scheiße, du bist so verdammt scheiße. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Visor, ich hasse dich. Kratz ab, du dreckiges Viech. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich von ganzem Herzen. Yay, yeah, wir erreichen Level 9. Yeah. Uhu. Ja, das habe ich erwartet. Camper. Peter. Loturzel. Nein. Boah, jetzt bin ich aber erstaunt. Volltreffer. Genau in die Fresse rein. Oh, ja, der klärt den Kader. Aha. Aber so was von. Aber sowas von, oder? Ja, klar. Leck mich. Geowned. Und schon wieder. Okay, vorerst finde ich, dass der Hack recht leicht ist, außer Visor, das ist mein Hass-Pokémon. Aber das ist eher eine private Geschichte, die ich euch hier öffentlich nicht anvertrauen möchte. Moment, wir schaffen das, wir schaffen das. Moment, Moment, Moment. Ja, ach, verdammt. Ich will nicht, dass du gegen mich kämpfst. Ach, du bist ein erwachsener Mann, aber verkleidest dich als Kind. Bist du so ein Pädophiler? Dreckiger Pedo. Der Pädophiler ist sicher dein bester Freund. Ich bin mir da absolut sicher. Aber sowas von. Ach ja, genau. Ich wollte euch noch was ankündigen. Eventuell. Ich kann es jetzt nicht versprechen. Kann es sein, dass ein Happy Wheels Let's Play kommt? Och, leck mich in den Kader. Ach. Das überleben wir nicht. Nein, wir überleben es nicht. Was war ja klar. Mhm. Schön. Ach Gott, oh Gott. Und weiter geht's. Mir fällt gerade auf, da die Pixel wechseln ab. Wechseln ab bei den Haaren. Das. Ein Visor. Das kann ich mir jetzt fangen und trainieren, genauso scheiße sein wie die anderen Trainer. Aber das mache ich nicht, weil ich nicht so asozial bin. Naja. Och, den Kader. Ich liebe eigentlich die Entwicklung, also Ninja sagt, weil das Vieh hat solch geile Skills. Das ist Wahnsinn. Das ist gegen jede Attacke immun.
Außer gegen Pokémon, also gegen Attacken, die sehr effektiv sind. Also es hat einen Vorteil. Es ist schon sehr, sehr elegant. Und ein Level 5 in den Kader. Dass wir selbstverständlich wieder besiegen. Weil wir ja nur 27 KP haben. Von 29. Ach Gott, ich hoffe, wir haben wenigstens ein Level Update. Upgrade. Was habe ich mit Level Update? Ja, wir haben. Nein, nicht Update. Ja. Ist mir scheißegal. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Nein, ich hoffe, sie sieht mich nicht. Weil das, auf das habe ich jetzt keinen Bock. Warte, ich schaff's, ja, nein, verdammt. Ich wollte nicht. Porygon. Stahl. Gestein. Achtung, was ist jetzt? Jetzt ist es Typ normal. Jetzt ist es Typ Wasser. Nein, es ist Geist. Ja, jetzt hat... Ja, klar, leck mich. So ein asoziales Vieh. Ja, es hat keine Wirkung. Weißt du was? Leck mich. Danke. Ja. Porygon ist an dieser Stelle etwas übertrieben stark. Weil wenn man das falsche Pokémon hat, dann hat man keine Chance, dann ist das Pokémon unbesiegbar. Ein Trank, das wird uns sicherlich helfen. Oh, Schwalbini. Nettes Pokémon. Du scheiß Göre, guckst nicht weg, oder? Warte. Nein, du guckst nicht weg. Warum musst du so viele Pokémon hier, Pokémon-Trainer platzieren? Pummeluff. Ja, nein, keineswegs Gesang. Leck mich, wenn du Gesang einsetzt. Dann ist es richtig assi. Oh, bereits 23 Minuten. Ich finde Let's Show relativ lange. Ich hätte gedacht, dass es kürzer wird. Weil ich habe Wodka versprochen, dass es ein Let's Show wird. Ich habe gesagt, dass dann erst vielleicht nachher ein richtiges Let's Play mit wird, mit wirklich allen Items etc., wie man es halt sonst immer macht. Vögel sind so faszinierend, so freut mich. Ich find sie scheiße. Tupsi, Level 5. Nein, wir haben ja Glut. Ja, jetzt können wir es ansetzen. Jetzt können wir es einsetzen. Und jedes Pokémon auf dieser Welt verbrennen und die Herrschaft über ganz Kanto, Toho, Sinnoh. Was es auch noch immer gibt. Ich habe keinen Plan. Moment mal, ja. Genau so wollen wir das. Genau so. Ein Schlag. Das sieht so real aus. Eine Blume auf... Warte, ein Ball auf der Blume. Leg du mal ein Glas auf eine Blume. Stell ein Glas auf eine Blume. Ach Gott. Wir schaffen das? Wir schaffen das? Ja, wir schaffen es. Ja, bei dem Typ schaffen wir es nicht. Gitarrist Carsten, yay, Pikachu! Das ist ein Elektro-Freak. Aber auch das scrollen wir mit einem Schlag. Und erreichen Level 13. Also ich weiß nicht, Wodka, was du hast, aber
Ist das dein Ernst? Und vor allem, hier ist ein... Hier soll deine G-Date sein. Komm, ich lass mich jetzt besiegen. Ich hoffe mal, dass diese Pokémon genug stark sind. Ja. Ach Gott, leck mich. Was ist ein brutaler Bock? Der ist ziemlich heftig. Komm, fick mich, fick mich. Yes! Ich bin besiegt. Ich habe keinen Plan, warum ich mich freue, aber ich bin besiegt. Ach Gott, und das Ganze nochmal von vorne. Speichern kurz.